Willkommen zurück, ihr Nachtfüchse. Freunde, auf dieses Video habe ich mich so gefreut. Ich habe mich so auf dieses Video gefreut, weil das ist das Video, wo wir uns näher kommen. Das ist so ein Community-Dings, wo wir uns einfach näher kommen. Und wollen wir das eigentlich? Seid mal ehrlich. Wollen wir das eigentlich? Wollen wir das eigentlich? Freunde, ihr habt mir eure Albträume geschickt. Ihr habt mir über Instagram eure Albträume geschickt. Und ich habe gesagt, dass ich die mal in einem Video bespreche mit euch. Dass ich mir auch die Bilder, die ihr mir teilweise dazu geschickt habt, mal angucke. Und dann so meine Meinung dazu sage. Oder das, was ich denken könnte, woran das liegt. Als wäre ich so ein Hellseher, als wäre ich so ein Traumdeuter. Das bin ich nicht. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ich schaue sie mir einfach an, sage einfach, was ich davon denke, was ich davon halte. Teilweise sind Bilder dabei, wo ich sagen muss, echt Dankeschön, wirklich Dankeschön, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, was für das Video zu zeichnen, für die 3 Klicks. Danke auf jeden Fall dafür. Und Leute, ich habe jetzt nicht so viele Träume genommen, deswegen Leute, falls ihr jetzt nicht dabei sein solltet, einige, die nicht dabei sind, auf jeden Fall sorry, auf jeden Fall auch danke dafür und auf jeden Fall sorry, dass ich die jetzt nicht dran nehme. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn das Format gut ankommt, dann machen wir noch eine Runde, dann nehme ich die anderen dran und wenn ich wieder Bilder brauche oder wenn ich wieder Träume brauche, dann sage ich euch Bescheid auf jeden Fall. Wir machen es einfach alphabetisch und ich gehe jetzt einfach von den Instagram-Namen aus. Wir haben hier die Angelina und ich mache es einfach so, einfach, dass ich es in meinen Worten zusammenfasse. Die Angelina, die hat geträumt, dass sie in Tokio war, dass sie da ganz normal in der Stadt war mit ihren Freunden, war im Pokémon-Café, hat da was gegessen, hat da was getrunken und dann auf dem Weg nach Hause ist sie in so eine enge Gasse gegangen, was auf jeden Fall mega creepy war, meinte sie, und es war so eng dort, dass sie Platzangst bekam und dann kam eine Gestalt namens Kuchisake Onna, die ihr ein Katana in den Bauch rammte und also ein Katana ist ein japanisches Samurai-Schwert und Kuchisake Onna ist eine japanische Geistergestalt. Sie hat so einen aufgeschlitzten Mund, also sie trägt normalerweise immer eine Maske, also so wie gerade wegen Corona auch, sie trägt normalerweise so eine Maske. Und hinter dieser Maske sieht man, dass ihre Mundwinkel sind halt bis zu den Ohren aufgeschnitten und wenn sie vor dir steht, sagt sie normalerweise sowas wie, bin ich schön? Wenn du sagst, ja, du bist schön, dann schneidet sie, weil sie hat so eine Riesenschere, also laut der japanischen Geistermythologie, hat sie so eine Riesenschere und sie schneidet dir den Mund dann genauso wie ihren Mund auf. Und wenn du sagst, nein, du bist hässlich, dann schneidet sie den Kopf ab und du kannst ihr gar nicht entfliehen, scheinbar. Es gibt Gerüchte, dass man ihr irgendwie Süßigkeiten gibt, dann lässt sie dich in Ruhe. Auf jeden Fall ist das so eine japanische Geistergestalt. Sie hat der lieben Angelina im Traum ein Samurai-Schwert in den Bauch gerammt, was halt für Kuchisake Onna unüblich ist, weil die läuft halt mit der Schere rum, aber in dem Traum hat sie scheinbar ein Schwert gehabt, kann ja auch sein. Dann hat sie die Angelina am Hals gepackt und zugedrückt und als sie dann das Schwert rausgezogen hat, ist Angelina aufgewacht und sie sagte, seitdem betet sie immer auf Japanisch. Der Traum ist auf jeden Fall verrückt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kuchisake Onna die halt wahrscheinlich voll Angst eingejagt hat. Also diese Geschichte von ihr. Und du dich wahrscheinlich viel mit Japan beschäftigst, wahrscheinlich so ein kleiner Japan-Fan bist. Ist schön, bin ich auch. Ich liebe Japan. Ich war auch schon ein paar Mal in Japan. Und ich weiß auch, wie eng die Gassen in Japan sein können. Gerade in Japan ist halt alles ziemlich eng. Die Häuser sind dicht aneinander. Die Gebäude sind dicht aneinander. Und teilweise gibt es da so ganz kleine Gassen. Und ich kann mir da auf jeden Fall vorstellen, dass du da mega Angst hattest im Traum. Ist auf jeden Fall ist echt ein grusiger Traum. Das hätte von einem Horrorfilm sein können. Ja, ich hoffe, du träumst in Zukunft besser. Und wir gehen direkt weiter zur nächsten Person. Ich krieg's wahrscheinlich nicht mal so creepy rüber alles, weil ich versuche so gerade diese Mischung zu haben aus natürlich sein und auch ein bisschen creepy rüberbringen. Aber normalerweise habe ich so ein Skript und so Stichpunkte und so und kann mich ein bisschen orientieren. Aber hier mache ich gerade alles frei. Deswegen kann es sein, dass es so ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Aber auch realer, glaube ich. Wir haben wieder einen Anime-Fan und zwar Anime-Fantasy oder Anime-Fantasie heißt die Person. Cookie Cat oder Anime-Fantasy and More hat geträumt, dass sie, ich gehe mal davon aus, dass du weiblich bist, dass sie auf dem Weg zur Schule war und ein circa 1,80 Meter großer Mann sie beobachtet hat und ihr hinterhergelaufen ist. Sie ist dann im Traum so schnell gelaufen, wie sie konnte und der Mann ist hinterher und das finde ich, hat sie auch echt cool beschrieben. Sie meinte nämlich, dass so wie man es in Albträumen kennt, lief sie so schnell sie konnte, aber bewegte mich nur langsam. Das kenne ich tatsächlich. Ich hatte auch mal Träume, wo ich gerannt bin. Genau, es kommt einem so vor, als kommt man nicht von der Stelle weg, als kommt man nicht vom Fleck weg. Und was mir da auch auffällt, man hat irgendwie unendlich Konditionen. Also wenn ihr mal im Traum gerannt seid, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als könntet ihr fast schon fliegen, so schweben irgendwie und habt unendlich Konditionen. Also so kommt es mir so vor. Also solche Träume hatte ich zumindest. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was sie da gemeint hat. Der Mann hatte ein blutiges Messer in der Hand und sein Gesicht konnte man durch den Schatten nicht erkennen. Seitdem kommt dieser Typ immer wieder mal in meinen Träumen im Hintergrund vor und beobachtet mich. Das war mein Traum. Ich kann mich leider nicht so gut an weitere Details erinnern. Aber sie hat ein Bild gezeichnet und dieses Bild schauen wir uns jetzt mal an. Hier sehen wir das Bild. Das Bild sieht so ein bisschen aus wie so ein Anime-Charakter. Und ja, hat auf jeden Fall hier so das Schwert oder halt das Messer mit Blut dran und düstere Bäume. Ich finde die Zeichnung an sich richtig nice. Ich finde diese Zeichnung richtig creepy und richtig, ich liebe diesen Stil, diesen düsteren, überall Bäume, hier Nebel. Hätte er das Messer nicht, würde ich sagen, das ist Kaneki aus Tokyo Ghoul. Er sieht auf jeden Fall nicht so, er sieht mal ohne das Messer, würde er nicht so gefährlich aussehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass ihr sehr, sehr viele Serien schaut, die halt blutig sind oder gerade so Anime
Anime à la Tokyo Ghoul schaut, die halt blutig sind und die nicht für Kinder sind, die nicht für junge Leute sind, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier Anime-Fantasy jünger ist und sich Sachen anguckt, die nicht für junge Leute sind. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass man so Albträume bekommt und dass die Albträume oder dass halt diese Erlebnisse oder Sachen, die man halt in der Serie geschaut hat, so getriggert haben, so gefesselt haben oder so intensiv waren, dass man regelmäßig davon träumt. Kann ich mir auch vorstellen. Weiter geht es mit Kaan, beziehungsweise wenn es türkisch ist, Can. Er hat geträumt, dass er von seiner Tante eine Puppe geschenkt bekommen hat und er hat sich nichts Böses dabei gedacht. Klar, deine Tante schenkt dir eine Puppe, süßes Geschenk. Vielleicht, wenn du Angst hast vor Puppen, war das jetzt nicht das beste Geschenk, aber auf jeden Fall eine Puppe bekommen. Hat die Puppe aufs Regal gepackt. Also Can hat die Puppe aufs Regal gepackt und scheinbar, als er dann schlafen gegangen ist, hat er gehört, wie die Puppe runtergefallen ist, ist aufgewacht und als er dann die Augen aufgemacht hat, als er sich dann nach umgeschaut hat, lag die Puppe neben ihm. Das hat er geträumt. Kann es sein, dass du Angst vor Puppen hast? Weil das wäre auf jeden Fall eine Begründung dafür. Ich muss sagen, ich finde Puppen gar nicht so gruselig. Es kommt natürlich auf die Situation an, wenn du, keine Ahnung, irgendwie nachts im Wald bist und eine Puppe findest, dann ist es gruselig. An sich finde ich aber Puppen nicht so schlimm. Ich finde die sogar teilweise richtig schön. Kommt wirklich darauf an, je gruseliger die ist. Also wenn mir eine Puppe irgendwie Angst einjagt oder eine Puppe irgendwie gruselig aussieht, dann finde ich die Tatsache an sich geil, dass man mich mit so einer Figur einfach irgendwie erschrecken kann oder halt Angst einjagen kann, meine Emotionen wecken kann. Aber ich finde an sich jetzt Puppen nicht wirklich gruselig, weil es gibt sehr, sehr viele von euch, die Puppen ja richtig hassen, also richtig gruselig finden. Weiter geht's mit Charlotte. Charlotte hat geträumt, das war ihr schlimmster Albtraum, auf einer Wiese stand und da kam auf einmal so ein Slender-mäßiges, Slender-artiges Wesen auf sie zu, also sah ein bisschen aus wie Slenderman scheinbar. Sie hat mir auch was dazu gezeichnet, das zeige ich euch dann gleich mal direkt hier. Und überall lagen Leichen bzw. Leichenteile rum. Egal, wo sie hintrat, war es nass und matschig und überall dieses Zeug von den Leichen und scheinbar lief diesen Slender-mäßigen Wesen eine schwarze Substanz aus dem Mund heraus. Dann geht's weiter, denn sie hat weiterhin nicht von diesem Slenderman geträumt, sondern generell einfach von dieser schwarzen Substanz. Sie war dann in der Schule zum Beispiel, sah immer mal wieder Leichen und diese schwarze Substanz hat sie wohl verfolgt, weil sie hat immer wieder erwähnt sie in dem Traum, dass diese schwarze Substanz gesehen wurde. Und ich gucke mir jetzt einfach mal die Zeichnung nochmal an. Ich liebe eure Zeichnungen, wirklich. Eins muss ich sagen, ich liebe eure Zeichnungen. Die gefallen mir alle. Alle, die mir geschickt haben, waren richtig geil. Diese schwarze Substanz, es kann halt sein, gerade so bei irgendwelchen Exorzistenfilmen oder gerade diese neueren, diesen trashigeren, fällt immer so diese schwarze Substanz aus dem Mund. Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Horrorfilm ein, wo das passiert. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Horrorfilm die Charlotte gesehen haben könnte, wo ein Wesen, wo ein Monster eine schwarze Substanz verliert aus dem Mund. Schreibt mir in die Kommentare, weil mir fällt gerade auf Anhieb keiner ein. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgend so ein Horrorfilm sie da getriggert hat und deswegen, oder halt Slenderman natürlich auch, der gute Mann. Deswegen ist wahrscheinlich das so ein bisschen im Traum hängen geblieben. Ich glaube, diese Kombination aus Slenderman und einem Horrorfilm, wo diese schwarze Substanz zu sehen war, ist der Grund für deine Träume, Charlotte. Auf jeden Fall Dankeschön auch an dich für diese Zeichnung, für deinen Text. Ich fühle mich wie so ein, ich schwöre es euch, ich fühle mich gerade wie so ein Moderator-mäßig so. Ja, auf jeden Fall Dankeschön, wisst ihr, was ich meine? Das ist voll ungewohnt gerade. Ich möchte eigentlich pisserhaft sein, ich bin jetzt pisserhaft. Dominik, beziehungsweise Broken Alpha Blood auf Instagram hat geschrieben: Hallo Kio, ich möchte dir erzählen, was ich Paranormales gesehen habe. Also ich habe in Österreich, Niederösterreich, im Mönchhof gewohnt und ein paar sehr creepy Sachen erlebt. Ich habe nämlich echte Geister gesehen. Ich bin jede Nacht um ca. 3 Uhr aufgewacht. Ich hatte keine Jalousien, deswegen konnte ich nach draußen sehen. Eine Nacht habe ich so eine kleine, ca. 1 Meter große Gestalt gesehen. Sie war knallweiß und blieb die ganze Nacht vor meiner Fenstertür stehen. Eine andere Nacht habe ich eine 2,5 Meter große Gestalt gesehen. Sie war dunkelgrau und hellgrau gemischt. Sie kam auf mich zu und war nur noch 10 cm von mir entfernt und dann bin ich aufgewacht. Jede Nacht habe ich irgendeine riesige Gestalt außerhalb meines Fensters gesehen. Du musst wissen, dass das Meter schon 1,5 Meter oder größer war und die Gestalt vom Boden aus bis über das Fenster gereicht hat. Sie war wie diese Figur aus The Ring. Sie hatte ein weißes Kleid an und hatte schwarze Haare und hat mich dann ins Bett gelegt. Ich habe als Spaß auf Bloody Mary gesagt, weil ich Paranormales cool finde und zu viel Angst hatte, vor einem Spiegel zu gehen. War aber auch irgendwie besser so, weil irgendwann habe ich dann einen Kopf gesehen, der erschienen ist und nach einer Sekunde verschwand. Auf jeden Fall ist mir viel Gruseliges passiert und ich wohne jetzt woanders. Ich wache nicht mehr mitten in der Nacht auf und sehe auch nichts mehr Paranormales. Irgendwas hat das Haus, wo ich gewohnt habe und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich dort länger gewohnt hätte. Klar, jetzt muss man natürlich unterscheiden, gerade wenn es nachts ist und du irgendwie nachts aufwachst, kann es natürlich passieren, wenn du dann ans Fenster guckst und davor einen Horrorfilm geguckt hast zum Beispiel, dass dein Gehirn dir einen Streich spielt. Kann natürlich aber auch wirklich sein, dass du was gesehen hast. So wie du diese Gestalten beschreibst, da könnten die echt straight aus dem Horrorfilm kommen. Deswegen kann ich mir schon eher vorstellen, dass du die Sachen eben im Traum gesehen hast. Ich kann mir halt nicht wirklich, also was ich jetzt halt glaube persönlich, ich glaube schon daran, dass es Sachen gibt. Ich glaube auch schon,
schon daran, dass es so Geister und so gibt. Ich kann mir aber nicht so ganz vorstellen, dass sie genauso aussehen wie zum Beispiel bei The Ring. Das glaube ich persönlich nicht, dass sie wirklich so aussehen wie, wisst ihr, so dieses Typische. Ich glaube schon, dass ein paar Sachen so unerklärbar sind oder irgendwelche, erstmal auch was hört oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so richtig so monsterhaft aussehen, wisst ihr? Könnte natürlich auch sein, ich kann mich natürlich vertäuschen. Das ist meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall super creepy, Mann. Und ich bin froh, dass du seitdem keine komischen Begegnungen mehr hast und du dann auch hoffentlich gut schlafen kannst. Auf jeden Fall super creepy, die ganze Sache. Weiter geht es mit Hannah. Hannah hat geträumt, dass sie in einem dunklen, endlosen Raum war und dort eine ekelhafte Lache hörte. Also so eine schadenfreudige Lache, beschreibt sie. Die Lache wurde zu einem Weinen, eine Kreatur erschien, dies war die Quelle des Geheules. Sie weinte Blut. Die Kreatur verschwand und es trat Stille ein. Dann kam ein kleines Mädchen. Man konnte sie nicht erkennen, sie hatte ein fliegendes Monster an der Leine und sie ging aus dem Bild. Plötzlich fing ein qualvoller Schrei an und ein Grinsen erschien im Bild. Ich bin dann um 4.17 Uhr schweißgebadet aufgewacht. Es war schrecklich, beschreibt sie. Diesen Traum hat sie auch gezeichnet und sieht auf jeden Fall ultra creepy aus. Vor allem dieses Weinen kann teilweise so gruselig sein, wenn so eine Kreatur krass, weil schreien okay, aber wenn es so schreit und dabei weint, so ein richtig krasses Weinen, so ein intensives Weinen, wie jetzt bei Seth Satan zum Beispiel, und dann noch Blut weint, dann ist es nochmal fünfmal gruseliger. Deswegen, Junge, 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 ich weiß nicht, was du da erlebt hast. Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr noch zu jung seid, dann ballert euch nicht die krankesten Filme, aber das kann euch bis ins hohe Alter traumatisieren. Unterschätzt die ganze Kacke nicht. Ihr denkt euch, hier sind Filme, ist alles fakey-makey, aber nein. Manche Leute sind sehr sensibel und es kann die halt dann schon auch später noch triggern. Also aufpassen, Leute. Der letzte Traum für heute zumindest ist von Jennifer. Jennifer hat geträumt, dass sie in einem Raum war und die Wände waren komplett aus Glas und sie war unter Wasser. Plötzlich näherte sich eine Kreatur mit Tentakeln und hat sich an diese Scheibe festgesaugt. Und dann kam eine Kreatur, die aussah wie ein Mensch mit schwarzen Augen und hat versucht, das Glas zu durchbrechen. Hier ist die Zeichnung dazu und Junge, Junge, erstmal die Zeichnung ist richtig geil. Auch dieser Karo-Boden hier, den hat sie wahrscheinlich bewusst gewählt. Super creepy, Mann, solche Gestalten. Super creepy Bild, auf jeden Fall. Super creepy Traum. Bei 90% der Fällen bin ich mir sicher, dass ihr wahrscheinlich irgendwas geguckt habt, dass ihr irgendeinen Horrorfilm geguckt habt oder irgendwie so einen gruseligen Film, gruselige Serie, wo halt so ein Wesen wahrscheinlich zu sehen war. Aber die Zeichnung hier ist auch super creepy, Mann. Super creepy. Vor allem, du bist halt hilflos ausgeliefert. Du bist unter Wasser. Sobald das Glas kaputt ist, bist du weg. Entweder frisst dich das Monster oder du ertrinkst. Du bist am Arsch. Du bist da am Arsch. Du kannst nicht flüchten oder so. Puh, Leute, eure Träume sind heftig. Wie gesagt, ich glaube, das meiste ist halt wirklich durch so Horrorfilme, durch so Sachen, die ihr geschaut habt, weil die Wesen sind meistens so fiktive Wesen. Das sind jetzt nicht diese typische Axtmörder, der hinterherläuft oder irgendwie Gewalt, die euch widerfahren ist, Gewalt, die ihr gesehen habt. Irgendwie Sachen, die jetzt in Real Life passiert sind. Das sind echt diese fiktiven, typischen Monster, die man kennt. Deswegen gehe ich davon aus, dass das meiste eben so durch Horrorfilme oder so kommt. Freunde, ich muss sagen, mir gefällt das Format, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eure Träume zu analysieren. Und wie gesagt, Freunde, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich die andere nicht drangenommen habe oder dass ich da jetzt, ich habe es auch random gemacht, ich habe es nicht so gemacht, welche Zeichnungen besser sind oder welche Träume detaillierter waren oder besser oder so. Das war ein bisschen unfair, deswegen, ich habe einfach random gemacht. Deswegen nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlen, falls ihr jetzt denkt, ja, meine Zeichnung war besser oder ich habe mir so viel Mühe gegeben, es tut mir wirklich leid. Ich habe es random gemacht, weil es ja, wie gesagt, unfair den anderen gegenüber. Ansonsten, Leute, war es das mit dem Video. Wir schauen mal, wie das Format ankommt, ob wir da nochmal eine zweite Runde machen, das sehen wir dann. Ansonsten, Leute, passt auf euch auf, träumt nicht so viele creepy Sachen, schaut nicht so viele gruselige Horrorfilme an. Habt eine gute Nacht, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Muah.